Hey Jungs, wie geht es euch? Was? Nee, warte mal. Das kommt erst später. Wir haben die letzten K.O.s von Elsass RC Body hier. Und wir fangen mal bei der Kleinste an. Ganz einfach. Die wissen, ich mag mein LC Racing und die finden die K.O. so toll lackiert, dass sie mir gesagt haben, es wäre ja schade, wenn du die zerstörst, du Rumpel. Deswegen habe ich die hier bekommen. Geht natürlich auf Losey Mini T, LC Racing, alle VL Toys, HBX etc. etc. alles was ungefähr das Radstand hat. Und wir werden das mal kurz abmessen, damit ihr eine Idee habt. Ihr könnt da natürlich das auf ein kürzeres Auto montieren, wo die Räder natürlich da drin sind. Das wäre so ungefähr 15, 16 cm. Und du kannst natürlich auch vor dem Shock Tower montieren, damit er vorne rüber geht. Das ist natürlich dein Wahlgeschmack und dein Schnitt. Deswegen sind die Karo nie geschnitten. Da und wann gibt es Leute, die motzen, weil die Dinge ausgeschnitten könnten sein. Das ist aber ganz falsch. Weil wenn es schon vorausgeschnitten wäre, könntest du es nicht mehr montieren, wo du willst. Da wäre das blockiert auf die Größe genau, wenn einer ein 1 cm länger Auto hat und 1 cm kürzer, ist am Haken. Und das ist schlecht. Es ist Modellbau. Ich mache einen riesen Unterschied. Es gibt Modellbauer, das sind wir, die alles anpassen und umbauen, wie wir es wollen. Es gibt Leute, die Modellbauautos fahren. Die können das nicht. Sehen es nicht mal ein, kapieren es nicht, wollen es nicht kapieren, weil sie könnten es. Das ist wie der Unterschied zwischen einem Motorradfahrer und einem Schweizer mit einem Motorrad. Was? Motorradfahrer fährt das ganze Jahr, wenn er eine flache Reifen hat, montiert er das Rad ab, nimmt es auf die Schulter und marschiert zum nächsten Werkstatt. Macht seinen Reifen, also lasst seinen Reifen ersetzen. Kommt zurück, schraubt es wieder drauf, fährt los. Die anderen rufen den Pannendienst an und warten dann 2 Stunden in der Sonne mit dem Leder. Und wollen das ganze TÜV zum Händler und das noch am Samstag, bevor es schließt. Also, dann haben wir, Moment mal, ich mache die Kamera ein bisschen rauf. Ich habe sie runtergenommen, weil das Auto so klitzeklein ist. Winzling! Ja, ich weiß, das passt zu mir, kleines Auto. Wir haben für die Freaks, und das ist wirklich nur für die Freaks von dem, die dünne Techno-Tracky-Bimsbums. Das ist extrem mega schmal. Allein finde ich es ungefähr okay, aber auf dem Auto sieht es so schlecht aus. Die Räder sind da und die Karo ist da. Das ist doch... Yuck. Es gibt Leute, die das magen. Also es ist auch so recht, dass die das auch haben können als verstärkt. Wir haben, denk daran, für Traxxas Max und Max V2 hast du Riesenwahl bei denen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Natürlich die Obauer Hyper MT geht auf Max V2. Achtung mit der Breite natürlich, wenn du ihn schon verbreitert hast, ist kein Problem. Die lange Karo, das ist ein Oldschool Chevy Pickup, die geht super drauf auch. Auf Max und Max V2 und jetzt haben wir die F150 aus den 80er Jahren. Guck mal, wie die geil aussieht. Da kannst du zum Beispiel vom USA One den Bügel montieren, Stoßstangen, Rückspiegel, wenn du Lust und Laune hast. Also den Rollbügel, der geht drauf, das ist klar. Das ist 350 mm Radstand, das heißt, du kannst das auf T-Magic E6 montieren, auf ein bisschen kleineren oder größeren Auto, du kannst es auch auf Truggy montieren, Shock Tower hier, Flügel da, jeder sein Geschmack, deswegen sind sie nicht ausgeschnitten, deswegen macht Elsass RC Body was anders. Jede Karo, die sie machen, verlängern sie so viel wie möglich, je nach Kunststoffplattegröße, damit du sie so hoch wie möglich montieren kannst, ohne dass man da durchsieht. Das finde ich geil. Das ist jetzt die 3 mm, ist ein bisschen weicher, die sind nicht Fan vom zu weich. Vorteil natürlich, wenn es ein bisschen dünner ist, wie bei ProBody ein paar, hast du schöne Details drin. Und es ist aber okay für Autos, die du nicht so überrumpelst, wie der USA One. Wenn ich jetzt das dort drauf mache, passiert da nichts. Die mag es nicht, weil es ein bisschen zu flex ist hier und schnell aufwölbt und so.
Und du kannst es total verdrücken, je nach Aufschlag. Aber auf einer Maschine, wo du nicht, wie gesagt, USA One fahre ich nicht so wild, geht das gut. Auf dem Max natürlich mache ich die fettere drauf. Die 4 mm Platte. Ist ein bisschen schwer, aber so ein Max ist sowieso ein schwerer kleinen Klump. Mit einem Mikromotor. Der Motor muss raus von dem Max. Einfach raus! Dann haben wir. Ich mach mal das weg. Was für die Liebhabers. Und zwar, wenn man da rein will, fangen wir mit dem an. 205 T16 Turbo. Der 2,5 GT, also nicht GT, eben der 2,5 Turbo ist 16 Ventil, ist da. Das geht auf 1 zu 8er GT 320 bis 330 Radstand. Wurde eben, es gibt sie aus Lexan. Problem ist, die ist so schmal, dass die Räder so viel rausgucken. Das heißt, du musst ja die Karo hochmontieren, Federweg begrenzen, dass die Reifen natürlich nicht einschlagen, ausgeschnitten werden etc. Deswegen haben sie sie aufgepumpt. Und so passt sie auf 1 zu 10er Short Course. Und da haben wir ja eine. Ihr habt jetzt Glück, weil auf der französischen Version habe ich gar nicht an das gedacht. Die werden wieder motzen. Hey, ich habe es auf Deutsch gesehen, habe nichts verstanden, aber da hast du was anders gemacht. Das ist eben das Tolle daran. Viele Leute sagen mir, wieso machst du nicht nur den Mikrofon und redest einfach Deutsch auf das französische Video darüber oder Englisch, weil es nicht lustig ist. Die Witze sind anders von einer Sprache zu den anderen. Die Ideen sind anders. Jedes Video ist ein bisschen anders. Und ich mache ja das zum Spaß. Das heißt, wenn es mir langweilig wird, höre ich auf. Und deswegen ist es viel besser, wenn ich so weitermache. Guck mal jetzt das an. Uiuiuiui. Hey, guck mal das an. Das geht genau rauf. Geil! Natürlich, Stoßstange. Was du willst. Du kannst die wegmachen, die Stoßstangen. Nicht abschneiden, die ist ja geschraubt. Wenn du ein 1 zu 10er Short Course als einfach Rallye-Auto brauchen willst, ist ja verstärkt schon. Ich würde sagen, ich würde es jetzt hier lieber ausschneiden und die Stoßstange dahinter lassen. Ich mache jetzt mal das so, dass du sehen kannst, wie schön, dass das reingeht. Guck mal jetzt. Also der Weiß ist ein bisschen durchsichtig, da kommst du nicht darüber, verzieht sich auch ein bisschen mehr das Material. Aber du kannst ja von innen her etwas Weiß, das gut hält, einfach musst gut arbeiten, ne? Abschleifen, einsprühen, damit es nicht so durchsichtig wird. Aber beim Fahren stört es ja auch nicht so extrem. Guck mal, wie schön, dass das da reinpasst. Die Räder sind drin und das Ding ist breit. Wir haben Offset-Reifen drauf. Geil. Einfach cool. Wir können hier, siehst du, nur einen Teil von der Stoßstange wegmachen und den Bügel lassen, damit sie unterstützt. Vorne geht es auch in die Lippe rein. Es ist doch wunderschön. Ich glaube, ich mache mit dem 2,5 nicht auf die GT, sondern auf den Shortkurs hier. Und mache eine richtig Rallye T16. Unterschied für mich zwischen GT. GT super tief, super hart. Rallye kann ein bisschen beides. Bisschen Piste, bisschen Offroad. Und Shortkurs kann mega Offroad mit mega Federweg. Das ist für mich die Unterschieden. Aber das macht jeder, wie er will. Eben ist Modellbau. Das ist das Schöne daran. Ist einfach für jeder das zu machen nach seinem Geschmack. Viel einfacher als auf große 1 Maßstab 1 Autos. Und das Wichtigste auch, dass du kein Problem mit Gesetze hast, wenn du was umbaust. Wir haben was anders für die Pistenfreaks, die den Porsche nicht magen. Elsass RC macht den Porsche L, also der langen Porsche für Serpent und Obau Hyper GTB, das Zeugs. Viele Leute magen aber die Porsche-Linie nicht. Ist natürlich klar, ist eigene Sache. Deswegen haben sie auch die GTR gemacht. Guck mal, wie schön. Siehst du die Details? Es kommt immer mehr. Ich habe es euch gesagt. Ist eine junge Firma. Lasst die mal arbeiten.
Es wird dann selber besser. Guck mal, wie alles schön geworden ist. Und guck mal, wie schön das der Heck geworden ist. Nicht so dünn wie die Original-Lexacaro, das alles so rumflimmert. Ist doch einfach geil. Ist das nicht brutal? Natürlich den Oberbauflügel noch draufschrauben oder was du willst als Flügel. Liegt an dir. Gibt es als weiß, als grün oder schwarz. Farben ist nicht so einfach, weil die Farben könntest, also kommen nur als Granulat, nicht als Platten. Und um das umzuarbeiten, mussten sie eine Maschine kaufen für 25.000 Euros. Das heißt, eine Lagerhalle, wo die Maschine reinpasst. Und wirklich, also Gelände, Firma, Gebäude, etc., etc., etc. Und dann werden die Preise, weil die da zwei arbeiten natürlich zu Hause, Teil bei einem gelagert, Teil bei einem anderen, treffen sich am Wochenende nach der Arbeit. Ja, das ist so, die Leute arbeiten, Jungs, plus das. Und für die X-Max haben wir, jetzt wisst ihr, jetzt sagen ein paar, das hast du schon gezeigt. Ja, aber wie ich es öfters sage, wenn du mit den Leuten redest, es geht nicht um Motzen. Wir haben ein paar Spezialisten, die denken immer, der Mann, der motzt immer. Nee, der sagt, was er möchte. Wie er es sieht und kommuniziert. Und wenn es nicht funktioniert mit der Kommunikation, ja, dann fängt er an zu motzen. Gerade wenn es bei gewissen Firmen nur wirklich völlig und 200% für die Kohle gibt. Das heißt, ein Auto, das zum Beispiel 550 Euro Original kostet, dass dann 750 Euro verkauft wird, einfach weil es eine andere Marke ist, aber dasselbe Auto. Nicht besser, nicht schneller. Das genau selbe Auto, einfach 200 Euro teurer. Das ist 50% Preisaufstieg. Da muss ich. Ist normal. Es kann teuer sein, aber es muss besser sein. Also hier haben wir die Outcast Karo 1 zu 5 war, die verlängert würde für Creighton, für X-Max und für FG 1 zu 5 war, also die kurzen. Hä? Was du willst, du kannst da ausschneiden, wie du willst. Das Rad stand auf Outcast, Heck weg, geht es normal drauf wie original. Wenn du aber wie ich nicht gern hast, dass der Shock Tower dahinter ist und den Flügel, kannst du darüber gehen. Beim Creighton geht es ran. Und wie gesagt, bei einem gewissen 1 zu 5er kannst du das auch locker drauf bauen. Es ist ja 460 ungefähr Radstand. Also wie gesagt, du hast da Auswahl, wie du es willst. Das könnte auf ein TRX 6 raufgehen. Nicht, also nicht das Pannefahrzeug hier. Da ist es zu groß. Aber auf ein Mercedes TRX 6 mit 6S Combo drin, 6 GAP Straßenreifen. Was? Ich bin ein Spinner. Ja, natürlich bin ich ein Spinner. Ist ja so. Deswegen ist mein Leben so lustig. Wenn es dir langweilig ist, bist du selber schuld. Und hier haben wir die Beetle K.O. für X-Max. Basiert auf den RC Garage 68 Nuclear Bug. Das war mein 12S X-Max mit Beetle K.O. drauf. Sieht wie ein Beetle aus, ist aber dünner gemacht worden, damit es auf X-Max passt. Ohne, also wir haben es so schmal gemacht, wie es geht, damit es noch nach was aussieht. Schmäler geht nicht. Leider ist es immer noch zu breit. Eventuell mit den Stockreifen kann es ein bisschen streifen. Mich stört es nicht, aber du kannst die GPM-Verbreiterung montieren, ein bisschen oder noch mehr, damit die Räder rausgehen. Oder für die, die nicht fahren können mit Monster Trucks, die breite Spur brauchen, weil das Ding kippt immer um. Natürlich provoziere ich. Aber für den White Max geht das super schön toll drauf. Und schwuppsdiwupps, hier ist die Lösung. Wir haben eine Delle hier drin und da machst du die Befestigung rein. Jetzt kommt jeder, ja, das ist viel zu klein, wie machst du das? Keine Panik. Wo habe ich das Teil gelassen? Hier. Hier. Schraubst du eine viereckige Platte drauf mit 4x M4. Easy. Dann gehst du in die Mulde rein, von unten natürlich. Und zwar den richtigen Weg. Natürlich musst du die Platte ausschneiden hier, damit der Verschluss durchgeht. Ich weiß jetzt schon, dass einer kommt und sagt, das geht nicht durch. Ja?
Also, Platte hier drauf, einfach hier offen lassen. Danach machst du die Platte hier rein. So. Und schraubst 4 M4 Schrauben durch die Platte und die Karo und nimmst M4 Konter, also Mutter. Schraube Mutter. Das heißt Bolzen durch. Einfach festschrauben da drin. Richtigen Weg natürlich. Pass auf, mach keinen Scheiß. Vorne musst du auch ein bisschen anpassen, natürlich, weil die Motorhaube ja runter geht, musst du eventuell ein bisschen untersetzen. Das machen wir noch. Natürlich, ich werde das machen. Ich habe ja alles da. Ich habe einen X-Max, der revidiert ist. Ich habe den White Max X-Max Satz von rc3d.ch. Pam! Ein Schweizer Franken in der Kasse. Und die Befestigung. Und schöne Räder, die dazu passen, damit ihr werdet sehen. Es gibt. Ich mache den X-Max Beetle im Sinne etwas, das es gab, gibt es immer noch oder wieder, wo ich klein war. Ihr werdet es erkennen, wenn es fertig ist. Eventuell zeige ich es, bevor ich den Muster gemacht habe. Es gibt noch eine spezielle Deko auf dem Karo, aber das geht mir wahrscheinlich zu lang. Ich habe viele Ideen, wenn es auf Dekoration geht. Aber nach 2 Minuten mache ich einen RC-Garage-Kleber drauf und gefahren! Und gerade mit dem brutalen Teil hier. Airsnake 16 SESC. Wuhu! Was? Hä? Nein, ich habe nichts gesagt. War das was? Nee, da war nichts im Bild. Was erzählst du denen? Du bist komisch. Tschüss, Jungs. Macht's gut.